Hallo Leute, hier ist wieder Tellman. Ja, es wird wieder Zeit für ein neues Video. Und ich hatte mir gedacht gehabt, weil wir im Februar ja schon wieder Karneval haben und es wieder aufs Ende des Jahres zugeht, könnte ich euch mal ein Tutorial zeigen. Jetzt Pirat Jack Sparrow, mit Schminken und was ihr so an Kleidung braucht, weil ihr werdet jetzt vielleicht denken, ist ein bisschen früh dafür. Aber viele Sachen wollt ihr euch ja vielleicht selber machen. Dafür braucht ihr noch Zeit und ihr müsst ja auch gucken, dass ihr an das Material kommt. Und ihr müsst euch ja auch noch die Kleidung besorgen oder selbst nähen oder wie auch immer. Und dafür braucht ihr auch noch Zeit. Also würde ich sagen, es ist jetzt Zeit, das Tutorial zu machen, damit ihr für Karneval gerüstet seid. Okay, dann fangen wir mal an. Also zuerst zähle ich euch jetzt mal die Utensilien auf, die ihr dafür braucht. Das wäre einmal ein Kompass. Der braucht noch nicht mal eigentlich aufzuklappen sein. Der geht zwar aufzuklappen, ist zwar noch nicht ganz fertig, aber es würde schon reichen, wenn ihr einfach eine Schachtel nehmt oder einen Holzklotz und den an den Ecken abschrägt, die Linien aufmalt und hier ist eine Halbkugel, die man im Bastelgeschäft bekommt. Da gibt es so transparente Kugeln, die man in zwei Hälften auseinandernehmen kann. Und dafür nimmt der eine Hälfte und sprüht sie von innen mit Farbe an oder pinselt sie an. Also der Kompass braucht ja nicht aufklappbar sein, der ist ja im Grunde nur Deko für das Kostüm. Ja, dann braucht ihr einen Schrumpfkopf. Also ihr könnt einen Schrumpfkopf bei eBay bekommen oder diesen hier, den habe ich jetzt selber gemacht. Ist im Grunde ganz einfach. Man knetet das Gesicht, knetet man aus ganz normaler Knete und darauf kommen dann ein paar Lagen Toilettenpapier mit Holzleim. Ja, wenn das dann trocknet, kann man es anmalen. Ja, die Haare, die habe ich aus ganz normalem Hanf gemacht, wo man auch so Wasserhähne und so mit abdichtet. Über Holzflöcke durch den Mund. Lederbänder, ja. Guckt einfach im Internet nach ein paar Bildern und versucht das nachzubilden. So, weiterhin braucht man eine Pistole, eine lange Pistole, nicht so eine kleine. Ja, dann braucht man keine Hand. Nein, falsch geraten. Das Band. Das habe ich aus einfachem groben Wollstoff gemacht. Die Fäden habe ich durchgezogen mit einer Nadel. In Gelb, Rosa und Weiß. Dann braucht man einen Palm. Das ist das Lederteil, was hier so an der Hand ist. Da kann man ganz einfach aus Leder schneiden und hinten schnüren. Und eine Schlaufe für den Daumen dran machen. Für die Handinnenfläche ist das. Und man braucht folgende Ringe. Eine in der Art. Dann den Drachenring. Ganz wichtig, der Totenkopfring mit dem grünen Stein. Und diesen Ring. Ja, des Weiteren braucht man, ist kein Muss, aber bei dem Klima hier Karneval angebracht, braucht man einen langen grauen Mantel, den man sich extra dafür nähen lässt oder selbst näht oder eben bei eBay bekommt.
Mal gucken, ob man das... Kann man das sehen? Ja, da braucht man ein Hemd, ein weißes Hemd mit weiten Ärmeln. Aber achtet nach Möglichkeit drauf, dass das Hemd naturweiß ist. Das heißt also so ungefähr wie ein Schaf, also nicht so grellweiß. Weil es das zu der Zeit noch nicht gab, so gebleicht ist. Dann braucht man eine lange blaue Weste. Auch wieder, die man mit silbernen Knöpfen ausstattet. Na, mal ein bisschen heller zu machen. Auch mit diesen silbernen Knöpfen. Ja, gleich habe ich's. So, dann braucht man einen Gürtel mit einer verschnörkelten Schnalle, als jetzt die Originalschnalle. Aber man kann auch eine ähnliche nehmen, wenn man die nicht bekommt. Aber die bekommt man eigentlich immer bei eBay. Das ist quasi der Gürtel, der hier über die Schulter kommt. Weil dort der Säbel reinkommt. So. Dann braucht man wie nennt man das jetzt? Das Tuch, was um die Hüfte gebunden wird. Rot-weiß gestreift. Also ich kann empfehlen, ich weiß nicht, ob sie es noch haben, aber man hat diesen Stoff hat man eine Zeit lang bei IKEA bekommen. So, das wäre der Stoff. Also der Stoff, der war bei IKEA als Vorhänge zu bekommen. Da brauchte man sich dann quasi von den Vorhängen nur Streifen abschneiden und die dann zusammennähen, damit sie lang genug werden. Ja, des Weiteren braucht man... einen entsprechenden Säbel. Bekommt man auch im Internet. Also da ist jetzt ein echter quasi. Aber da kann man auch ein Spielzeugsäbel nehmen und hier oben ein bisschen auf alt trimmen. Das ist jetzt echt Metall, aber die gibt es auch aus Kunststoff. Die gehen zur Not dann auch. Ja, und ein ganz wichtiges Teil ist eine Perücke und das passende Band dazu. An die Perücke macht ihr ein paar Dreadlocks dran, die bekommt man auch im Afrika-Shop, so in so einem Haarshop, so einen afrikanischen. Rentier-Schienbeinknochen. Ja, und das übliche Geplänkel an der Perücke. Ja. Okay. Bandana mit Originalmuster. Ja, und eine graue Hose darf auch nicht fehlen. Grau, so ein
ja, so mittelgrau mit einem leicht bräunlichen Stich ist das. Sieht man jetzt auf dem Video nicht so richtig. Ja, das wäre es im Großen und Ganzen. Und jetzt zeige ich euch, wie man sich dabei schminkt. Okay. Also zuerst muss ich mir das Gesicht ein bisschen brauner machen. Das ist jetzt, sieht man nicht so richtig. Ist ein bisschen zerkrümelt, ist mal runtergefallen. Ja, wie gesagt, ich mache mir das erstmal ein bisschen brauner, mein Gesicht. So ein bisschen karibische Sonnenbräune. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so einigermaßen sehen kann, aber ich bin schon ein bisschen brauner geworden. Kann man das sehen? Okay. Wenn man in der Karibik auf einem Schiff ist, tun hervorspringende Teile im Gesicht, bekommen mehr Bräune, also auch Sonnenbrand und dergleichen. Also wird dieser Bereich mit dunklem Lippenstift ein bisschen abgedunkelt und rötlich gemacht. So, jetzt habe ich hier ein bisschen rötlicher gemacht. Man sieht, das liegt dran, weil die Sonne immer an diese Stellen besonders hinknallt und man an den Stellen leichter einen Sonnenbrand bekommt. Ach so, ja, und bei der Gelegenheit habe ich mir direkt noch mit dem Rot hier, kann man sehen, die Syphilis-Narbe gemacht. Ja, auch etwas typisches für Jack Sparrow. Ich weiß nicht, ob das schon jeder wusste, aber ist eben so. Ja, jetzt werden die Augen geschminkt. Dazu benutze ich Kajal und Schwarz. Im unteren Bereich, unterm Auge. Und oben. Aber darauf achten, dass das ein bisschen heller bleibt als der Kajal. So, also wie ihr seht, sind die Augen jetzt schwarz. Ja. Also kommt schon so langsam. Da müssen noch Goldzähne rein. Ja. Also die Goldzähne, die lasse ich jetzt mal weg. Die habe ich aus Prägefolie gemacht auf Goldener. Die kann man genau an den Zähnen anpassen. Und dann mit Mastix, womit man auch die Zöpfe nachher in den Bart klebt, wird das dann einfach am Zahn angeklebt. Dafür müssen die Zähne gut geputzt sein und ganz trocken abgeputzt. Dann hält das Mastix auch an den Zähnen. Jetzt klebe ich mir die Zöpfe in den Bart. Man muss gucken, dass die Haare lang genug werden, dass man die Zöpfe reinkleben kann. Okay. Ach so, ja, um nochmal Bescheid zu sagen, das sind die Zöpfe. Ja, die habe ich aus Haaren geflochten. Wie man sehen kann, ja. Und unten zum Abschluss sind Perlen drin. Die sind ein bisschen auseinandergerutscht hier, aber kann man runterschieben. So. So. Jeweils zwei Perlen. Und die werden dann hier mit den Barthaaren verklebt. So. Aber die Prozedur mit dem Verkleben lasse ich jetzt mal weg, sonst muss ich gleich wieder alles reinigen und Mastix wieder aus dem Bart entfernen. Und deswegen, ihr wisst Bescheid, die Zöpfe werden reingeklebt. Ansonsten mache ich jetzt mal weiter mit der Perücke.
So, ich habe dabei jetzt schon mal das Hemd angezogen, die Weste angezogen und den Gürtel drum getan und so sieht das Ergebnis dann aus ungefähr. Ja, ich wünsche euch dann viel Spaß beim Basteln oder Nähen oder Verkleiden oder was auch immer. Ja, wie gesagt, die Zöpfe fehlen, die müssen reingeklebt werden und Goldzähne. Und ansonsten viel Spaß in eurem Karneval. Und vielen Dank nochmal einmal mit Schatz für diesen Tipp. Ach so, bevor ich es vergesse. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, dann lasst es eben. Aber ich wäre froh, wenn ihr mich auch mal abonnieren würdet. Vielen Dank. Tschüss.